Nackt, bekifft, betrunken oder in Nazi-Uniform. Der 1984 geborene Prinz Harry hatte lange Zeit den Ruf als Bad Boy des britischen Königshauses. Der Sohn von Prinz Charles und Diana sorgte damals vor allem mit ausschweifenden Partys für Schlagzeilen. Die Wende kommt mit dem Eintritt ins Militär 2005, als Harry seine Offiziersausbildung beginnt. In den folgenden Jahren wird er mehrmals befördert, nimmt an Auslandseinsätzen in Afghanistan teil und setzt sich für wohltätige Zwecke ein. In vielem setzt er die Arbeit seiner Mutter Diana fort, die bei einem Autounfall ums Leben kommt, als Harry 12 Jahre alt ist. Als meine Mutter 1991 die Hand eines AIDS-kranken sterbenden Mannes in London hielt, konnte sich niemand vorstellen, dass es ein Vierteljahrhundert später Behandlungsmöglichkeiten für HIV-Patienten geben würde, die dadurch ein gesundes und erfülltes Leben führen können. 2014 ruft Harry die Invictus Games ins Leben, eine paralympische Sportveranstaltung für kriegsversehrte Soldaten. Privat festigt sich das Leben des mittlerweile 33-Jährigen nach einigen gescheiterten Beziehungen schließlich mit Meghan Markle, einer US-Schauspielerin, die Harry 2016 in London trifft. Es war wahnsinnig erfrischend, jemanden kennenzulernen, der sich nicht in meinen bekannten Kreisen bewegte, der mich nicht wirklich kannte und den auch ich nicht wirklich kannte. Sich auf diese Weise kennenzulernen, Schritt für Schritt, war fantastisch. Nach nur 2 Jahren heiraten Harry und Meghan am 19. Mai im Kensington-Palast. Trauzeuge ist Harrys 2 Jahre älterer Bruder William, bei dessen Hochzeit mit Herzogin Kate Harry selbst bereits Trauzeuge war.